Alter, meine Haare. Nee. Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich das Video anfangen soll. Fangen wir einfach damit an, dass ich euch was sagen muss. Und zwar, dass diese Woche leider keine Videos kommen werden. Also es wird heute nur dieses Video kommen, sonst kein anderes. Und Donnerstag wird ebenfalls kein Video kommen. Das liegt einfach daran, dass ich die letzten Tage einfach überhaupt keine Zeit hatte. Ja, ich habe Ferien. Ja, ich müsste eigentlich mega viel Zeit haben. Aber die Ferien über waren einfach so viele Leute bei uns zu Besuch. Familie, Freunde, was auch immer. Ich hatte eine Zeit lang auch viel Besuch. Dann war ich eine Woche wieder weg. Und ich bin jetzt einen Tag zu Hause und morgen fahre ich wieder für eine Woche weg. Deswegen ist das alles gerade so ein bisschen kritisch. Ich habe die Wochen davor auch richtig viel vorproduziert. Die Videos sind alle schon hochgeladen. Aber ich habe es echt nicht geschafft, irgendwie 6 bis 8 Videos vorzuproduzieren. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen hoffe ich, verzeiht ihr mir das. Der andere Grund ist, vielleicht, ich weiß nicht, ob es euch irgendwie auffällt, aber mir geht es überhaupt nicht gut momentan. Ich habe gerade schon für das Video mich extra geschminkt, damit ich einigermaßen menschlich aussehe, aber ne. Ich bin ein bisschen krank gerade, habe auch nicht so viel Motivation, gerade ein langes Video zu drehen. Deswegen versuche ich das ein bisschen kürzer zu halten. Ich habe auch echt lange gebraucht, mich aufzurappeln und jetzt mich hier vor die Kamera zu setzen. Aber wisst ihr was? Manchmal müsst ihr einfach zu eurem Körper sagen, du, Körper, halt deinen Schnauz und sei gesund. Manchmal hilft das. Gerade eher nicht so. Ne, also das ist auf jeden Fall der andere Grund, warum ich jetzt nicht jetzt noch schnell auf die Schnelle was vorproduzieren kann, weil es mir einfach so nicht so gut geht. Aber Leute, ich habe auch gute Nachrichten. Und zwar habe ich euch ja erzählt, ich fahre morgen wieder für eine Woche weg. Und zwar fahre ich nach Dänemark mit meiner Familie. Einfach mal so ein bisschen Family-Urlaub. Und ich habe auf jeden Fall vor, die ganze Woche dort zu vloggen. Ich weiß, dass euch Vlogs immer voll gefallen und ich liebe es einfach zu vloggen. Ich finde das mega, mega cool. Das bringt echt mega Spaß. Deswegen habe ich mir das einfach mal vorgenommen. Ich meine, ich verreise jetzt auch nicht so oft und wenn, dann fahre ich nach Dänemark. Yay. Nee, aber ich habe tatsächlich mir auch extra ein Stativ gekauft zum Vloggen. Okay, ich habe es mir nicht gekauft, ich habe es zum Geburtstag geschenkt gekriegt von meinem Bruder. Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind die, die man so richtig doll... Ja, okay, ich will es nicht kaputt machen, aber die kann man halt so richtig doll verstellen und sowas. Finde ich eigentlich ganz cool. Werde ich mal austesten. Deswegen könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein paar Vlogs einstellen nächste Woche. Ich weiß noch nicht hundertprozentig genau, wie ich das mache. Ob ich wirklich einen großen Vlog mache oder ganz viele kleine. Lasst euch einfach überraschen. Ich werde mal gucken, wie ich das mache. Aber das habe ich auf jeden Fall vor. Ich hoffe, mir geht es die nächsten Tage ein bisschen besser, dass die Vlogs auch cool werden. Weil ich glaube, es wird nicht so cool, wenn ich da die ganze Zeit so hänge. Hallo Leute, willkommen zu einem Vlog. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Okay, sorry kurz für diesen Location-Wechsel. Mir ist gerade noch kurz was eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar ist es ja so, dass ich YouTube nicht beruflich mache. Also es ist halt wirklich nur ein Hobby von mir und ich muss es nicht machen. Wisst ihr? Ich habe mir nur halt diese Videotage gesetzt, Montag und Donnerstag, weil ich so ein Mensch bin, ich brauche immer so ein bisschen Struktur und Planung, weil ich sonst nichts hinkriege. Und wenn ich diese Videotage nicht hätte, dann würden, glaube ich, niemals Videos von mir kommen. Was ich aber damit sagen wollte, vielleicht verstehen das dann Leute besser von euch. Ich habe halt schon voll oft sowas erlebt, dass ich wirklich keinen Bock hatte, ein Video zu drehen, es mir wirklich nicht gut ging, aber ich trotzdem eins gedreht habe, wisst ihr? Die Videos sind zwar immer gut geworden, meiner Meinung nach, aber so dieser Prozess, dieses Video zu drehen, war einfach immer nicht so cool. Und ich finde es einfach ein bisschen blöd, sich zu zwingen, ein Video zu drehen, wenn es einem nicht gut geht oder auch wenn man keine Zeit hat. Und deswegen hoffe ich, versteht ihr das, wenn einfach diese Woche keine Videos kommen. Aber ich denke, meine Community, meine Hashtag Wikinger oder Hashtag Mondkinder. Ich habe irgendwie immer noch keinen richtigen Namen für euch, aber ich denke, ihr versteht das auf jeden Fall. Also nochmal zusammengefasst, diese Woche keine Videos, sorry. Nächste Woche dafür mehrere Videos, mehrere Vlogs. Ansonsten würde ich euch empfehlen, mir noch auf Snapchat zu folgen, da werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr sehen von mir. Ja, das Video war jetzt einfach nur kurz, um euch zu informieren. Ich finde das immer ein bisschen besser, so kurz ein Video zu drehen. Ich meine, das dauert hier nicht mal 10 Minuten, so ein Video zu drehen. Gleich noch kurz schneiden und dann hochladen und dann hat sich das auch. Weil ich glaube, die meisten von euch folgen mir nicht auf Snapchat und Instagram. Falls ihr das noch nicht tut, macht das jetzt sofort. Bitte. Deswegen, wenn ich das nur da ankündige, dann sehen das immer nicht alle. Deswegen dachte ich, mache ich kurz ein kleines Video dazu. Und ja, sorry, falls ich jetzt nicht so gute Laune in diesem Video hatte oder sonst was. Ich glaube, ich werde das auch löschen. Das war einfach nur, um euch kurz zu informieren. Und ja, ich würde einfach sagen, freut euch auf die Vlogs, die kommen werden. Und habt noch schöne Ferien, falls ihr Ferien habt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!